Warte mal. Einfach reinkippen. In die Tanks, ja, immer in die Tanks, genau. Rechtsklick dann. Wieder machen wir das mal. Kevin! Wow! Kevin! Revi! Let's start again. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Sky. Mit dabei ist wieder der liebe Kevin. Hallo. Und Leute, ihr seht schon, wir haben hier ordentlich dran gearbeitet. Kevin ist gerade da mit Tinkers Construct. Ich habe mich in der Zwischenzeit der Farm gewidmet, Leute. Und wenn ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, was ihr natürlich tut, Leute, dann seht ihr auf jeden Fall hier schon einen ordentlichen Unterschied. Und ich muss mir unbedingt meinen anderen Skin holen. Das ist so ekelhaft. Ich laufe die ganze Zeit nackt rum. Das kann man ja keinem antun. Ihr seht auf jeden Fall, Leute, die Farm ist quasi jetzt auf jeden Fall aktiv am Start. Und sie funktioniert richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen wachsen diese Kartoffeln so derbe schnell, dass ich jetzt fast schon behaupten würde, Kevin, wenn jetzt die nächste Schale Kartoffeln fertig ist, haben wir nie wieder Essensprobleme, wir zwei. Das ist auf jeden Fall echt geil, weil wir uns auch die ganze Zeit hier in der Nähe aufhalten. Kevin, ich gebe dir jetzt die erste Backkartoffel. Was hältst du davon? Wie kriegst du? Ich esse dafür eine giftige Kartoffel. Achtung, schau her. Alles klar. Was passiert? Glück gehabt, Alter, würde ich sagen. So, ich fahre mal ein bisschen weiter Erde hier vorne und mache mal die ganzen Bäume hier weg, Leute. Also ihr seht es auf jeden Fall, es wächst, es wächst, es wächst, es wächst. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Offscreen gespielt, gar nicht allzu lange. Und Kevin ist gerade die ganze Zeit dran, mit einem sehr komplizierten Verfahren eine Tinkers Construct Schmelze zu bauen, damit wir später unsere Erze verdoppeln können, Leute. Denn das ist extrem wichtig. Und so sparen wir jetzt nämlich eine Menge Zeit und das wollen wir natürlich auch tun. So, holen wir mal ganz normal wieder deine Sachen jetzt zurück. Und vor allem, Kevin, ich brauche, glaube ich, echt mal, ich mache mir jetzt mal ganz kurz eine Steinspitzhacke. Das geht mir nämlich schon die ganze Zeit am Sack, dass ich noch keine habe. Kevin, hier bitteschön für dich die erste Backkartoffel aus eigener Herstellung. Bitteschön. Dankeschön. Kevin, gönn dir, lass dich schmecken. Nice. Pack dir Quark oder sowas da drauf oder irgendwie, keine Ahnung, was du dazu isst. Ess sie einfach bisschen, so direkt. Genau, habe ich mir schon gedacht, Alter. Komplett heiß, direkt mal Maul verbrannt, ist Kevin egal, juckt ihn gar nicht, Leute. Ich habe hier auch ein paar Fackeln noch aufgestellt, um das Ganze mal ein bisschen auszuleuchten. Und dieser Lava-Generator funktioniert auch wunderbar. Ich glaube, den kann man sogar noch effektiver bauen, dass der noch schneller quasi zusammen findet. Ich habe da irgendwann mal ein Design mit einer Piste gesehen, wo zwei Pistons das Ding irgendwie zusammenschieben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es hat irgendwie auch mal funktioniert. Können wir auf jeden Fall später mal alles überlegen, Leute. Wir haben uns gerade schon echt darüber unterhalten, wie wir das Ding hier designen wollen, wie wir unsere Insel machen wollen und so. Und ich glaube, Leute, dass wir auf jeden Fall was echt Fettes aufbauen wollen. Wir möchten hier auf jeden Fall, weil wir hier im Schneebiom sind, natürlich auch eine nordische Festung bauen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann die Möglichkeit bekommen, nordische Saplings zu bekommen oder verschiedene Saplings irgendwann mal zu erhalten. Ich glaube, durch Events und so ist das ja vielleicht sogar möglich. Bin ich mal gespannt. Wäre natürlich geil. Und dann können wir nämlich hier so eine richtig geile Festung aller Crafttech aufbauen. Ich habe so an so eine richtig geile Meinst schwebende Ritterburg gebaut. Saplings für Tannenbäume? Ja, ja, genau. Müssten wir eigentlich haben. Haben wir sogar vielleicht. Das wäre natürlich geil, oder? Müssten wir eigentlich haben. Wir müssen mal die Kisten durchgucken. Das wäre geil, wenn wir nämlich jetzt die nutzen würden. Weißt du, was ich meine? Dann können wir nämlich tatsächlich aus denen schon ein bisschen Holz fertigen. Was eigentlich. Weil wir hatten eigentlich einen Tannenbaum am Anfang. Kann man nicht eigentlich, warte mal, pass mal auf, ich versuche was ganz Dummes, vielleicht funktioniert das ja. Kann man nicht, man kann hier keine, okay, das ist echt nur für Erde, schade. Jetzt hätte ich nämlich gedacht, wenn man da nämlich irgendwie was anderes durchzieht, keine Ahnung, dass das dann eventuell das betreffende Item gibt, sprich ein Tannenbaum-Setting. Aber es funktioniert nicht, aber egal, kriegen wir schon irgendwie hin. So, pass mal auf, Kinder, ich gehe mal ganz kurz hier ein bisschen farmen. Ihr seht das hier, wie unglaublich schnell das wächst hier, das ist so krass, Mann. Also ich glaube, essenstechnisch, Leute, müssen wir uns echt keine Sorgen mehr machen, jetzt läuft es auf jeden Fall hier. So, jetzt haben wir schon mal 7, 8 Kartoffeln, Leute. 9, 10 Kartoffeln, das ist auf jeden Fall echt schon mal eine Menge und ich glaube, dass wir so auf jeden Fall ganz kurz vorankommen. Ich gehe jetzt mal hin, Kevin, und baue mal hier die Baumfarm ein bisschen ab, ja? Ja. Weil die ist nämlich so mitten im Weg. Dann würde ich nämlich, weil Holz brauchen wir auch gerade erstmal nicht, ne, glaube ich. Nee, Holz brauchen haben wir, glaube ich, erstmal genug. Dann können wir nämlich die Baumfarm eventuell auch noch auf eine separate Plattform machen. Dann würde ich nämlich jetzt erst nämlich nochmal eine Menge Erde farmen durch das Kompressen. Durch den Kompressor. Heißt es Kompressor oder Kompost eigentlich ist es ja, ne? Mhm. Nicht Kompressor, ja genau. Also Leute, ihr seht's, es geht hier echt ordentlich voran. Es gibt sogar schon Spieler, die haben irgendwie teilweise schon Tiere und sowas bei sich. Und wir haben nämlich auch Karotten. Ich habe einfach überlegt, was ist denn jetzt das Problem, wenn wir jetzt eigentlich da mal so ein Tier auf 2 abzwacken? Stört ja keinen, wenn wir es eventuell wieder hochfarmen. Müssen wir natürlich vorher fragen, Leute. Das machen wir nicht einfach so. Vielleicht reden wir gleich mal mit den lieben Buddies, ob wir uns was abgeben. Wenn nicht, sprengen wir einfach ihr Haus. Dann ist das halt so, Leute. 100.000 Likes, ihr wisst Bescheid. Wir sprengen hier alles. So. Ja, was denn, Kevin? Muss die Leute auch mal irgendwie anhalten, dass die hier, weißt du, dass die auch mal liken bei uns. Ist ja wichtig, ne? Alles so. Klar. Ja, Kevin, du kennst die Tricks nicht, Alter. Was meinst du, wie ich 1,8 Millionen Abonnenten bekommen habe? Meinst du einfach nur, indem ich nett und freundlich gewesen bin? Kevin, ich bin ein Arschloch, Alter. So habe ich das geschafft und nicht anders, mein Freund. So,
Aber ein produktives Arschloch, das muss man dazu sagen. Also ihr seht das, Leute, das läuft hier auf jeden Fall ordentlich gut. Ihr werdet wahrscheinlich auch merken, dass diese Videos hier nicht allzu krass geschnitten bei mir sind, weil ich ein kleiner, fauler Bengel bin und mir auch mal einen Urlaub gönnen wollte. Wahrscheinlich kommen jetzt die Leute, die sonst immer schreien, wenn ich sage, oh, ich bin so gestresst, könnt ihr doch Urlaub, die jetzt rumheulen. Weil Craft Attack, die geschnittene Play, deabonnieren. So, ich kenne euch doch, Leute, ich kenne euch doch. Aber ist mir jetzt egal, ich gönne mir jetzt erstmal hier Urlaub, Leute. Und ihr schaut gerade diese wunderschöne Folge und schaut natürlich auch meine Vlogs. Super geil. So, wir brauchen auf jeden Fall eigentlich noch echt noch eine Menge Erde, Kevin. Kann man das hier nicht noch irgendwie beschleunigen mit der Erde, mit der Herstellung? Nee, ne? Du kannst halt irgendwie einfach nur hier so mehrere solche Dinger erstmal machen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit oder eine Maschine oder sowas. Nee, im Moment noch nicht. Okay, aber irgendwann vielleicht. Na ja, gut. Ist jetzt auch gar nicht so krass wichtig, Leute. Wichtig ist auf jeden Fall jetzt mal, dass unsere Item-Verdopplung, beziehungsweise unsere Erzverdopplung in dem Falle, funktioniert. Denn das ist entscheidend für uns. Übrigens, unsere Tinkers Construct-Schmiede ist betriebsbereit. Echt, jetzt können wir schnell anfangen? Ja, wir müssen da jetzt nur noch Lava reinpacken und dann können wir loslegen schon. Dann lass uns doch mal mehr von diesen Cauldrons hier bauen, oder? Von diesen Crucible vielleicht. Dann haben wir ein bisschen mehr Lava, oder? Oder wie viel Lava muss eigentlich da rein? Weiß ich gar nicht. Ich baue davon gleich welche. Das kommt alles bei der in dem Bereich hin. Ich will nur mal was kurz gucken. Hier, Kevin, wir haben Zeit. Alles gut. So, Leute. Erstmal hier ein bisschen Erde noch formen, dass wir auf jeden Fall hier vorne schon mal die Farminsel ein bisschen ausweiten können. Beziehungsweise generell mal hier wechseln auf Erde, zu Erde und nicht ständig hier hässliche Half-Slabs haben, weil irgendwann wollen wir natürlich eine normale Insel haben, wie das normal hier in Minecraft ist. Ich hätte richtig gerne, weil es war ja bei Aura so, dass alle Leute irgendwie so hässliche Skyblock-Kack-Holzinseln gebaut haben. Und hier haben wir die Möglichkeit, echt so richtig coole, natürlich aussehende Inseln wieder zu bauen. Weißt du, was ich meine, Kevin? Ja. Fände ich schon ganz cool, wenn wir das tun würden, oder? Ja, können wir machen. Wir haben ja sogar hier dieses Forge-Ding drauf, womit man noch besser bauen kann. Genau. Wenn man halt hingeht und so eine richtig schöne, nice Insel macht. Guck mal hier, Kevin, Kartoffeln für dich. Ein kleines, fettes Stück Kacke, da kannst du was essen. Kenn ich doch, du bist doch eh schon wieder hungrig. Und dann nehmen wir uns jetzt mal hier noch ein paar Kartoffeln, Leute. Also ihr seht's, es geht hier auf jeden Fall ordentlich voran. Und morgen greift man dann das Kollektiv. Ich vermisse es wirklich, Alter. Ich vermisse es einfach. Aber Leute, wartet ab. Wir finden ja auch noch einen Gegenspieler, mit dem wir ein bisschen Roleplay betreiben können. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, kommt ja im März Minecraft Empire. So. Bin mir jetzt schon sicher, dass wahrscheinlich alle Leute schon die Kommentare geschrieben haben. Wann fängt denn das Projekt an und was ist denn das überhaupt? Und erzähl dir mal was dazu. Und ich denke mir einfach so, nein, Leute, wartet doch einfach mal ab. Kevin, wie weit bist du mit der Schmiede? Erzähl mir. Die ist eigentlich, wie gesagt, halt Bombenangriff! Ja, alles klar, Junge. Wie weit ist so weit betriebsbereit? Ja, die ist so weit betriebsbereit. Ich muss nur noch Lava dafür herstellen. Ich geh gleich mal rüber zur Mobfarm, Leute, denn Skeletons können wir auch ordentlich gebrauchen. Die können nämlich mit den kleinen Faggern, nämlich mit Bone Meal, eine Menge anfangen. Und das brauchen wir nämlich. Dann können wir nämlich deutlich schneller unsere Pflanzen und sowas wachsen lassen. Nehmen wir immer mit hier, das ist wichtig. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal hingehe und tatsächlich Blätter abfarme. Weißt du, was ich meine? So in Minecraft mit der Schere. Hätte ich niemals auf die Idee gekommen. Vor allen Dingen ist das eine richtig spannende Aufgabe auch. Ey, das ist so heftig, Mann, für den Zuschauer, Leute. Wenn ihr jetzt wollt, dass ich nur noch Blätter abfarme. 100.000 Likes, meine Freunde. Ohne Witz, das ist so heftig, Mann. Leute, ganz ehrlich, MC Blätterfarm Simulator, das ist der Shit, den alle sehen wollen, Alter. So. Ey, das ist so krass, Mann, wie schnell diese Kartoffeln hier wachsen. Hätten wir das in Craft Attack gehabt, Kevin. Wir hätten nie Probleme gehabt. Wir hätten niemals Streit gehabt wegen der Rechnung von der Fettsack GmbH, weil jeder genug zu essen gehabt hätte. Weißt du das, Kevin? Ja. Ja. Tut dir jetzt auch im Nachhinein ein bisschen leid, dass du so gemein zu mir gewesen bist, oder? Nö. Also ich muss dir ehrlich sagen, Kevin hat sich ja in Craft Attack jetzt echt bewährt. Anfangs hat er sich ja immer wieder gegen mich gestellt, Leute, und mich gesnitcht und ja quasi mir den deutschen Rücken gestoßen, Leute. Aber Kevin war dann irgendwann doch bereit, sag ich mal, sich auf die richtige Seite zu schlagen, auf die Seite der Rebellion und von daher. Wundert euch nicht, dass ich jetzt wieder mit Kevin was hier zusammen mache, Leute. Das funktioniert einfach. Ja, und ich muss mir hier auch, glaube ich, keine Sorgen machen. Unsere Feinde sind übrigens auch in diesem Projekt, deswegen müssen wir hier zusammenarbeiten. Richtig, Leute. Wir sind die einzigen beiden von der Rebellion halt, die hier sind, wisst ihr? So, wir haben Zinus hier auf dem Server. Ganz gefährlich. Basti ist aber auch hier. Basti ist auch hier. Alter, wir müssen. Sollen wir Basti nicht auch hier hinholen in der nächsten Zeit dann? Dass wir so eine heftige Rebellionsbasis hier bauen wieder, Kevin? Ja, könnten wir machen. Lass uns das machen, Alter. Lass uns das machen. Egal, ob die anderen Projektteilnehmer Roleplay wollen oder nicht. Ich mach einfach wie bei Craft Attack, Leute, weil es den Zuschauern gefällt und mir Spaß macht. Leute, manchmal muss man einfach sagen, ich gebe da einen Fick drauf, was die anderen denken. Einfach mal machen, einfach mal durchziehen. So sieht's aus. So, das hat mich auch zu dem Menschen gemacht, dem ich bin. Nämlich ein blödes Stück Scheiße. Also, ich würde gern sehen, wie diese wunderschöne, hau mich tot. Kevin, die Crafting-Boxen brennen. Die brennen, Alter, es brennt. Ja, ist Kevin, egal, brennt, ist egal. Das brennt hier, Alter, das brennt hier. Junge, Alter, lass mir mal Stein hinmachen, Junge, das brennt hier alles. Das ist scheißegal, da passiert nichts.
Ja, als ob, wenn Holz brennt, da passiert nichts. Ja, das breitet sich nicht aus, Revi, das bleibt so, deswegen habe ich die ja dafür genommen. Junge, ich sag dir, Alter, wenn unsere Insel hier abfackeln, ja, natürlich weiß Insel an, Alter, ohne Witz, dann reicht's. Komm, mit. Ich mach hier Steine drauf, ja, damit Kevin. Du beruhigt bist. Nee, Kevin, ich habe da einfach berechtigte Angst, ja, ich habe gesehen, wie bei Craftech ganze Dörfer niedergebrannt worden sind. Ganze okay. Holzfestungen, Alter. Ja. Das wäre so witzig, stell dir mal vor, Patrick, wenn hier baut wieder so eine Holzfestung, wir zünden einfach alles an. Ja, seine Holzinsel so. Das wäre so Premium, Mann, das wäre so Premium, Alter. Alter, Feuer in unserer Basis, Leute, geiler Titel. Clickbait, jojo, geil. So, ihr seht, wie gesagt, wir machen hier ordentlichen Fortschritt. Das Ding ist gerade, Kevin, ich überlege gerade, wie kommen wir am schnellsten, weil ich hätte echt Bock, dass wir jetzt mal anfangen. Kann man auch, by the way, wie kommen wir überhaupt an Diamanten, Kevin? Ich habe gesehen, du hast 2 Diamanten irgendwo her gehabt. Ja, die habe ich in einer Kiste gefunden bei uns. Aber auf einer anderen Insel, oder? Bist einfach rübergegangen, einfach genommen. Nein. Juckt Kevin nicht. Diamanten kriegst du einfach durchs Durchsieben von Gravel zum Beispiel. Oh, das ist aber sau aufwendig, Alter. Was? Gravel? Ja, nein, aber halt immer wieder Gravel durchzusieben, als ob. Ja, du musst den halt, du kannst den ja auf Compressed machen, ne? Ja, aber gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, das zu beschleunigen? Nein. Du kannst das später alles automatisieren noch. Alter, mit so Maschinen? Ja, du kannst machen, das Junge, später da bin ich dann raus, Alter. Weißt du, das Ding ist jetzt hier gerade, ist alles so schön organisch, so schön natürlich, aber sobald Maschinen kommen, Junge, Kevin. Verabschiede ich mich, Selbstmord, Alter. Verstehe ich nicht. Bin ich so dumm für. Ich habe bis jetzt ein Megaprojekt. Leute, erinnert ihr euch vielleicht noch ans Megaprojekt? Ich habe da, verlinke euch hier mal ganz kurz die Playlist, Leute. Im Megaprojekt, wisst ihr, was ich da geschafft habe? Ich habe ein Jetpack gebaut, einen Portal Gun gemacht und hatte den an mein Haus zum Mund geschossen. Das ist passiert. So viel habe ich im Megaprojekt geschafft, in 20 Folgen, Kevin. Echt also, jetzt? Ne? Ja, echt jetzt. Und weißt du, und alle haben gesagt, Revi, der Spasti, warum ist der dabei? Der macht nur Scheiße. Ja, haben sie recht gehabt. Ich habe auch nur Scheiße gemacht, Leute. Aber es hat Spaß gemacht. Und Leute mögen Spaß und Scheiße. Spaßige Scheiße. Das ist uns geht es ja auch nicht darum, dass wir hier jetzt die Megamaschinen haben, sondern wir wollen eine fette Festung bauen. Richtig, Leute. Es geht nämlich darum, dass nach wie vor den Gedanken in der Rebellion zu verteidigen. Müssen den Krieg und gewinnen. Aufrecht zu halten. So, hier kann auch nichts spawnen. Alter, es ist so sicher hier, unsere Insel, Kevin, ne? Das ist richtig geil. Das ist richtig schön. Macht auf jeden Fall echt Spaß. Macht Laune. Kann man nicht anders sagen. So, Schätzelein. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal hin und machen hier schon mal gleich einen Cut rein, Kevin, in die Folge, denn wir sind schon wieder relativ spät in der Uhrzeit. Was machst du denn gerade Schönes? Erzähl mir mal, was tust du denn gerade? Ich baue gerade wieder. Wie kann ich dir denn helfen? Pass mal auf, weil ich habe jetzt hier sämtliche Bäume abgebaut. Das kann ich jetzt eigentlich schon mal hier alles abreißen. Du könntest gleich, auf jeden Fall, oder habe ich den Eimer? Nee, du hast den, glaube ich, wieder, ne? Ja, kann sein. Die Lava, die hier in dem Ding ist, schon mal rüber verfrachten in die... Natürlich. In der Schmelze. Warte mal. Einfach reinkippen. In die Tanks, ja, immer in die Tanks genau. Rechtsklick dann. Wieder machen wir das mal. Kevin! Wow! Kevin! Revi! Kevin! Ich krieg das nicht weg! Oh, oh Gott, oh nein, es wird brennen, oder? Oh, Alter, Junge. Kevin, du bist. Ah! Was muss machst ich machen? Rechtsklick! Gib mal her! Jetzt ist richtig. Oh, Junge, Alter! Beim ersten Mal bist du davor gelaufen. Ja. Du bist beim ersten Mal. Du bist wirklich da. Leute, ich hab's auf Aufnahme. In Zeitlupe und bunt, Alter. Zweimal Massenbrennendes Inferno hier. Tot. Okay. Leute, so sieht's aus. Also, ich würde sagen, meine Freunde, das war dieser wunderschönen Folge von Minecraft Sky. Wenn das euch gefallen hat, Leute, und ihr gerne eine weitere Folge sehen möchtet, die morgen sowieso kommt, also lasst einfach 100.000 Daumen. Ja, guck, siehst du Diamanten? Ne? Was? Ich hab Diamanten bekommen, ja. Jo, alles klar, bei Kevin und uns, auf jeden Fall. Wir machen uns erstmal Full Dia. Auf jeden Fall. Leute, wir machen uns erstmal Full Dia-Rüstung. Ich würde sagen, Leute, smash the Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal lieben Kevin vorbei, der ist ganz oben verlinkt, meine Freunde. Und ich würde sagen, mit einem freundlichen Tüdelü, ihr blöden Wichser, verabschiede ich mich, macht's gut, haut rein, auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.